Auch in dieser Folge der Reihe Drehmomente nehme ich dich wieder ein Stück mit auf unsere Deutschlandrundreise. Auf zwei Motorrädern reisen wir fast 3000 Kilometer durch unser Land, um Landschaften kennenzulernen, die wir zuvor noch nie besucht hatten. Wir, das sind Mike Fantomas auf seinem Boxer und Heiner Kowalski auf seinem Zwilling. Unsere etwas eckige Runde führt uns im Uhrzeigersinn bis auf die Insel Rügen, über Mecklenburg und Spreewald ins Elbsandsteingebirge und übers Erzgebirge schließlich zurück nach Baden-Württemberg. Auf unserer vierten Etappe führt uns die Autobahn aus dem Ruhrgebiet hinaus. Ab Münster geht es auf der Landstraße durch Westfalen. In der Lüneburger Heide liegt unser Etappenziel. Der Teutoburger Wald ist ein Mittelgebirgszug in Nordrhein-Westfalen und zu einem Teil auch in Niedersachsen. Er erstreckt sich auf über 100 Kilometer Länge. Wir durchqueren lediglich den Teutoburger Wald zwischen Osnabrück und Bielefeld auf unserem Weg nach Ostwestfalen. We'll be right back.
Eintrag ins Reisetagebuch, Sonntag, 7.9., 22 Uhr. Optimales Wetter heute, wenn man von einigen Regenschauern und dem kalten Wind mal absieht. Zum Glück konnten wir uns in der Hotelsauna aufwärmen. Den Tag mit einem Heidepilz und einem zarten Steak im stilvollen Restaurant ausklingen zu lassen, macht den Tag perfekt. Heute haben wir eine etwas kürzere Etappe. Wir fahren durch Lüneburger Heide und Elbtal an den Schalsee, wo wir Zeit für eine ausgiebige Badepause finden. In Lübeck liegt unser Etappenziel. We'll be right back.
Eintrag ins Reisetagebuch, Montag, 7.09., 17.35 Uhr. Kilometerstand 1183. Optimales Wetter heute. Wir sind in Lübeck, es hat 20 Grad, herrlicher Sonnenschein. Jetzt schlappen wir noch durch die Stadt und suchen nach Fischbrötchen. Unsere Suche nach Fischbrötchen war nur bedingt erfolgreich. Die einzige Fischbude finden wir am Hafen, wo wir kurz vor Ladenschluss noch etwas lieblos zubereitete Krabben- und Matjesbrötchen bekommen. Satt werden wir davon nicht, geschmacklich befriedigt fühlen wir uns ebenfalls nicht. Dafür zahlen wir einen stolzen Preis und bekommen den Sonnenuntergang umsonst. Nächste Anlaufstation wird eine der vielen Dönerbuden in der Altstadt. Wir lassen den Abend mit einem Holstenpilz und Duckstein alt ausklingen, ehe es am nächsten Tag entlang der Ostsee weitergeht. Die Hansestadt Lübeck ist flächenmäßig die größte Stadt in Schleswig-Holstein. Mit ihren über 200.000 Einwohnern ist sie die Stadt mit der zweitgrößten Einwohnerzahl des Landes. Die mittelalterliche Altstadt ist der historische Stadtkern von Lübeck und liegt auf einer 100 Hektar großen Insel, die von Wasserläufen der Trave und dem Elbe-Lübeck-Kanal umgeben ist. Das Holstentor gilt als Wahrzeichen der Stadt. Die Altstadt ist seit 1987 Teil des UNESCO-Welterbes. Sie ist von der Ausdehnung her das größte deutsche Flächendenkmal des UNESCO-Welterbes. Wir bleiben nur für eine Nacht in Lübeck und machen uns am nächsten Morgen auf den Weg entlang der Ostseeküste. Dies und mehr gibt es zu sehen in der nächsten Folge von Drehmomente.